Christus ist auferstanden. Halleluja! Das ist der Gruß des Ostertages. Heute steht das leere Grab Jesu im Mittelpunkt. Das Grab, das die Frauen am Ostermorgen gefunden haben, zu dem die Jünger geeilt sind. Der Ort, an dem Maria Magdalena dem Auferstandenen begegnet ist. Immer wieder frage ich mich, was bedeutet es, auferstehen? Was heißt es, dass Jesus den Tod besiegt hat? Was heißt das? Was bedeutet das? Und ich möchte euch einladen, auch euch diese Frage zu stellen und dann auf Facebook in den Status zu stellen, was Auferstehung für euch bedeutet, was Auferstehung meint.